Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin. Und willkommen zu Part 5. Leider auch in diesem Part keine Live-Kommentare sozusagen von mir, weil, wie gesagt, mein Mikrofon nicht ging. Warum, weiß ich nicht. Ich hatte es ja in Part 4 schon gesagt, dass ich das bei Part 5 auch nochmal mache, darauf hinweisen werde. Wie ich es mit der Bewertung mache, weiß ich noch nicht. Ich bin gerade noch am Überlegen. Vielleicht kommt es nochmal einzeln. Oder ich werde hier am Ende, wo ich da dann rumstehe, nochmal was sagen und dann nochmal eine Einzelbewertung machen. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Maya, now. A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. This is where I keep my post. My archive. My archive. I can always consult with it if needed. A map of London and the surrounding area. It could be useful. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected.
not it. No, that's 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 not it. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. I'm not saying another word. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have... This is where I keep my post. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one
in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemical... No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. I need to prepare. First condition, all seven reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence. A third condition. First condition, or second, third condition. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. First condition, second, third condition. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again.
I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. First condition, all seven reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence. Third. My analysis table. It is useful for my work. A new suspect, but this one refuses to talk. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea? These are the suspect's belongings. These are the suspect's belongings. Please escort this suspect for interrogation. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? So tell me. Hide? What are you talking about? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special.
Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. I'm not saying another... Please escort this suspect for interrogation. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. I'm not saying... How was the investigation? My analysis table. It is useful for my work. This is where I keep my post. A new suspect. But this... Einen wunderschönen. Da bin ich, euer Odin. Nach den letzten zwei Parts leider ohne Mikrofon mache ich einfach mal die Bewertung nachgesprochen hinterher. Ich hoffe, ich kriege noch alles so relativ zusammen, wie ich es da gesagt habe. Aber ich habe es ja inzwischen noch etwas weiter gespielt. Also von daher, ja, denke ich mal. Auch wenn es nicht genau das gleiche ist, wie ich da gesagt habe, es ist immer noch meine persönliche eigene Meinung. Und ich finde das Spiel wirklich exzellent gut. Was mich, das einzige Manko, was ich habe, ist, dass es Englisch ist mit deutschen Untertiteln. Ich hätte echt gern gehabt, dass es komplett in Deutsch gewesen wäre. Aber kann man halt nicht ändern. Aber sonst ist es wirklich echt geil. Es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht, man kann sich Hilfe suchen. Also es gibt ja diese Überspringfunktion zum Beispiel, wie ihr im Video gesehen habt, wo ich das mit der Chemie gemacht habe. Ich glaube, war im letzten Part, ich weiß es nicht genau. Und die Grafik ist wirklich richtig geil. Selbst hier diese Vorhänge, könnt ihr jetzt mal sehen, ich versuche da gerade so ein bisschen ran zu zoomen. Das weiß ich noch, dass ich das gemacht habe. Das sieht jetzt nicht... Das müsst ihr kurz warten. Gleich. So. Ne, doch nicht. So.
Na komm, 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 komm. Das sieht jetzt der Stoff von der Gardine und Tapete. Bei der Tapete seht ihr richtig gut, dass die so rausgehoben aussieht. So bedruckt, so war das damals halt nun mal. Und die Gardine hat auch, sieht nicht irgendwie verwaschen oder so aus. Das ist der dicke Stoff. Die haben halt nur das exzellent so gemacht, wie damals war. Und damals waren die Gardinen nicht so dünner Stoff wie bei uns. Also die Übergardinen, das war richtig dicker, fester Stoff, der bestickt, benäht, was weiß ich, wurde. Und deswegen sieht das so aus. Und bei Sherlock sehen wir auch den Drei-Tage-Bart. Die vorne so zwei, drei, vier Härchen. Gut, die Haare, ein bisschen mehr Detail wäre nicht schlecht gewesen, aber so sieht es schon mal richtig geil aus. Und ich bin nun mal ein riesen Sherlock-Holmes-Fan. Und mir hat das Spiel so dermaßen gefallen und Bock gemacht. Ja, und es ist einfach cool. Fälle lösen, kombinieren. Einfach geil. Es ist wirklich geil. Und der Sound im ganzen Spiel, ich habe es die ganze Zeit mit meinem Triton Pro Plus gespielt, also Dolby Surround. Es ist geil, wenn man denn hört, wenn man in der Kutsche sitzt, zum Beispiel zwischen den einzelnen Sequenzen, wo man hin und her fährt, und man sitzt in der Kutsche, man hört praktisch in der Kutsche, wie er sein Tagebuch da umblättert. Man hört die anderen Pferde, man hört die Kutsche, wo er drinnen sitzt, quietschen und die Pferde vorne dran und den Weg, worauf fährt, war ja damals nun mal nicht alles gerade geteert und so, das war ja gepflastert und das hört man halt. Oder auch in der Natur, wo wir am Anfang in Part 1 gleich im Garten waren, die Naturgeräusche und so. Und wenn das Wasser fließt, also es ist wirklich geil gemacht. Und selbst mit meinem 5.1 Headset höre ich richtig die kleinen Sachen raus und so. Und das macht richtig Spaß, das Spiel zu spielen. Der Spielspaß ist wirklich sehr hoch. Für Leute, die jetzt nicht so Kriminalfans sind oder Sherlock Holmes Fans sind, weiß ich nicht genau. Ich bin auf jeden Fall ein riesen Sherlock Holmes Fan und habe früher gerne Krimis geguckt, jetzt eigentlich nur noch Sherlock Holmes, ne, und Monk. Und mir hat es halt riesen Spaß gemacht, das Kombinieren und alles, das ist einfach geil. Also wirklich ein Spiel, was man wirklich empfehlen kann. Es ist stellenweise, wenn man da so die Fehler sucht, ihr habt ja gesehen, ich habe ewig rumgerätselt und so. Ich will auch nicht zu viel von diesem Fall verraten, ihr sollt ja selber noch euren Spielspaß haben. Definitiv kommen, ich habe es ja im Part 1, 2, 3, ich weiß es nicht, irgendein Part erzählt, dass es nicht der einzige Fall sein wird, glaube ich, denke ich, habe ich gesagt irgendwie. Und es ist wirklich so, es kommen noch einige Fälle danach. Der schwarze Peter hier, das ist praktisch sozusagen nur der erste Fall zum Einstieg. Und dann kommen noch einige Fälle danach. Also da habt ihr gut Spielspaß dran, würde ich jetzt mal so behaupten. Und von mir kriegt es auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben, Doppeldaumen nach oben, weil hey, das ist einfach geil. Es macht Spaß. Der Sound, die Grafik, man kommt sich wirklich wie in die Welt von Sherlock Holmes versetzt vor. Ich bin am Überlegen, ob ich später vielleicht nochmal so einen Zusammenschnitt mache aus ein paar anderen Fällen oder so. Ich weiß es noch nicht. Da müsste ich dann aber erstmal mal den Taubock dann wieder mal aufnehmen. Ich bin schon bei zweiten, dritten, weiß ich nicht. Bei irgendeinem Fall bin ich schon. Und es ist geil. Es ist wirklich, ja, Leute, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Grafik gut, Sound gut, Gameplay gut. Was mir sehr gefallen hat, muss ich noch erwähnen, das ist die Ego-Perspektive, dass man jetzt so spielen kann. Oder für die Leute, die gerne lieber die Ego, ich mag die Ego-Perspektive nicht so wirklich. Ich mag das lieber so, wie ihr jetzt seht. Aber man kann auch in die Ego-Perspektive wechseln und dann sieht man praktisch so aus den Augen von Sherlock Holmes. Ja. Das könnte man natürlich auch machen. Ich mag sie natürlich nicht so, aber wer sie mag, für den ist sie mit bei. Ja, und damit würde ich das jetzt hier erstmal beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Waren ja ein paar mehr Parts, als ich gedacht habe. Mir hat es megamäßig Spaß gemacht. Ich suchte es weiter und ich werde mich damit erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.